herzlich willkommen zum neuen Vlog. Ich heiße euch alle recht herzlich willkommen. Ich mache mich jetzt mal auf zum Strand, beziehungsweise wir machen uns auf zum Strand. Okay, wir haben so eine kleine Mission oder eher eine Challenge. Nämlich seht ihr vielleicht da hinten dieses Boot und wir würden unglaublich gerne mal von diesem Boot runterspringen. Das Problem ist nur, dafür muss man eigentlich zahlen. Das ist so ein Touristenboot, da hinten steht es. Allerdings fahren da die ganze Zeit so kleine Schiffchen hin und her, um Leute zum Strand zu bringen und sie abzuholen. Und wir versuchen jetzt einmal auf so ein Schiff drauf zu kommen, mit dem Schiff zum großen Boot zu fahren und einmal vom Boot zu springen. So sieht der Plan aus. Okay, Mission noch nicht ganz verhauen. Die kommen jetzt nämlich nochmal zurück mit diesem kleinen Bötchen. Vielleicht schaffen wir es diesmal. Hey, what happened? Ich komme aus Griechenland, also ich bin nicht hier geboren, aber ein Teil meiner Familie lebt hier und ich war in meinem Leben jedes Jahr hier, also nicht auf Thassos, also auf der Insel, wo wir jetzt sind, sondern einfach generell in Griechenland. Früher immer bei meiner Familie in der Nähe von Athen und in den letzten Jahren sind wir dann auch an andere Orte gefahren, wie dieses Jahr. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Moses Griechenland-Videos oder auch andere Reise-Videos oder generell seine Videos alle ziemlich schön sind und man sieht in den, vor allem in den Griechenland-Videos immer wunderschöne Aufnahmen vom Meer, von den bunten Städten, von den süßen Katzen, vom guten Essen und einfach wunderschöne Eindrücke, die mich auch begeistern, auch wenn ich sehe, auch wenn ich dort war. Und dort begeistern sie mich natürlich auch, aber ich weiß nicht, ich finde diese Videos sind einfach wahnsinnig schön. Und das ist auch Griechenland, also das will ich gar nicht irgendwie bezweifeln. Das ist, so ist Griechenland und es ist ein wunderschönes Land. Aber es gibt einfach auch noch andere Seiten von Griechenland, die ich nicht außer Acht lassen möchte. Griechenland war halt in der Wirtschaftskrise und die Menschen hatten und haben immer noch einfach wahnsinnig wenig Geld. Ich rede jetzt von der Mehrheit, es gibt immer reiche Leute. Es geht einfach darum, dass das irgendwie verstanden wird, dass das zwar wunderschön hier ist, aber dass es einfach auch die Seiten gibt, die keiner sehen will. Die kranken Tiere, das sage ich jetzt besonders, weil es hier bei uns im Ort 3 Katzen mit so einer Augenentzündung gibt. Also es gibt kranke Tiere, es gibt arme Menschen, es gibt Menschen, die sich medizinische Versorgung nicht leisten können. Es gibt Menschen, die sich Strom und Wasser schwer leisten können. Ich komme halt aus Wien, wo ich mir denke, bitte was? Also heute ist zum Beispiel das Wasser einfach ungefähr eine Stunde nicht gegangen. Ich will einfach, dass man weiß, dass es hier immer noch viel zu tun gibt und dass diese Aufnahmen wunderschön sind und dass ihr einfach nur das Beste seht, weil keiner filmt kranke Tiere und arme Menschen in einem Urlaubsvideo, was halt viele Klicks bekommen soll. Wobei das dann eigentlich auch wieder gut wäre für die Klicks, wenn man kranke Katzen filmt wahrscheinlich. Ich meine, ich sage jetzt nicht, dass die Menschen hier in grausamen Zuständen leben. Das ist nicht so. Es gibt die Menschen, die sind hier trotzdem
mehr oder weniger glücklich und leben und sitzen in ihren Cafés und spielen mit ihren Kumbuleus und trinken Uso und gehen auf die Straße und es gibt genauso Party und es gibt genauso Tanzlokale und die Leute gehen genauso zu den gleichen Geschäften. Ich will keinen belehren, ich will keinem sagen, boah, ihr seid so scheiße, weil ihr Geld habt und hier sind die Leute so arm, schaut euch das mal an. Ich werde jetzt auch keine Spendenkontonummer einblenden. Es ist ja nicht nur Griechenland, es sind viele andere Länder. Es gibt auch Leute, die fahren nach Afrika auf Urlaub oder wo auch immer. Ich könnte das jetzt wirklich noch lang diskutieren. Ich habe richtig Lust, ein YouTube-Video für meinen Kanal zu drehen, in dem ich stundenlang darüber rede, wie man die Welt verbessern kann. Aber ja, das ist einfach ein bisschen in den Köpfen der Menschen drin ist. Dem kann ich nur voll und ganz zustimmen. Freut euch, was ihr habt, wie gut es euch geht, denn es ist, wie gesagt, nicht selbstverständlich. Ich gehe jetzt davon aus, dass es den meisten Leuten, die das anschauen, eher gut geht. Und überlegt euch vielleicht sogar, welchen Beitrag ihr leisten könnt, dass es allen ein bisschen besser geht auf dieser Welt. Auch euch. Heute ist ein trauriger Tag, weil heute ist der letzte Tag. Aber heute sind dafür auch richtig schön große Wellen im Meer. Und das ist doch was Schönes zum Abschluss.